Irgendwie habe ich so in die Richtung gar nie gedacht, dass der Hund sich ja auch wehrt. So. Wo geht's weiter? Oh, schon wieder hier. Ah. Oh, ich höre viele Zombies. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass es unter gewissen Umständen möglich ist. Ich glaube, hier. Dumm, 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 dumm. Ich höre echt. Oh, das sind auch viele. Oh, das sind. Ich höre wirklich, das Eisen hole ich mir später. Viele Zombies, aber. Über mir, unter mir, wo denn? Die denn, das hört sich so an von der Menge her, dass das durchaus sich um einen Spawner handeln könnte. Das wäre ja toll, aber ich finde es nicht. Und ich höre ein Skelett. Verdammt. Ich setze hier meine Fackel hin. Das Problem ist, wenn ich jetzt einfach nach oben buddle, dann. Habe ich das Problem, dass die mir vielleicht einfach aufs Gesicht fallen und das wäre ja auch so im Sinne des Erfinders. Komme ich da irgendwo hoch? Na klar, klar komme ich hier irgendwie hoch. Lalala, wir schwimmen. Nein! Ein Skelett, ein Skelett. Und ich habe keinen Bogen. Komm runter, Feigling. Ja, genau du. Dich meine ich. Ja, da guckst du blöde, wa? Oder ich guck blöde. Nein, jetzt komm doch mal hier. Das ist doch nicht wahr. Wo ist es hin? Nein, jetzt hier. So. Da ist ein Zombie, aber das sind auf keinen Fall die, die ich vorhin die ganze Zeit gehört habe, bis gerade eben noch. So, wir haben einen Fall, da kommen wir auch nicht so weit mit. Jetzt ist das Zombie-Gestöhne auch wieder weg. So, von hier oben kommen wir ja im Endeffekt her. So. Könnte das von der Oberfläche kommen, weil das hier direkt nach oben geht, oder? Das kann natürlich auch sein. Das wäre nie so schön, aber durchaus im Bereich des Möglichen. Ansonsten haben wir. Was ist denn hier? Ah, hier, Tatsache, wir haben einen Dungeon gefunden. Ach, na dann lohnt sich die Folge hier ja doch. Hier sehen wir es, das ist der Cobblestone von außen. Wir haben einen Dungeon, einen Zombie-Spawner haben wir gefunden. Na, da passiert hier doch mal was Gutes. Schön. Ah, ich habe aber habe ich noch Rüstung? Hm, fast nichts. Na, müssen wir jetzt schauen, wie wir das am besten lösen. Ah, und da sehen wir schon den bemoosten Stein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schau mal. Hm. Guck, guck. Ja, da sind sie. Und nicht gerade wenig. So, ja, hauen wir hier einfach mal durchs Fenster. Komme ich da schon schnell ran? Nee. Ah, los. Ah, zumindest brauchen wir uns dann nie wieder um Hundefutter sorgen. Und schnell eine Fackel oben drauf. So, und wir haben unseren ersten Dungeon gefunden, in dem nicht mal eine Kiste steht. Was soll denn das? Hä? Das ist ja. Das ist auch super. Ein Dungeon ohne Kiste. Ach, so ein Dreck. Also, ich habe zwar bis jetzt noch nie. In zig Massen Dungeons gefunden, aber ich habe noch nie einen gefunden, wo keine Kiste drin stand. Oh, Eisen. Das nehmen wir mit. Schade. Keine Kiste, aber immer einen Zombie-Spawner. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
nicht schlecht. Da könnte man. Ja Gott, da kann man hier draußen im Endeffekt so einen kleineren. So eine kleinere Monsterfalle als Grundlage machen. Also. Okay. Okay, okay. Ich hopp und hopp. Und hopp und hopp. Und hopp und hopp. Und hopp und hopp. So. Ja. Darauf habe ich nicht nochmal Bock, dass hier nochmal einer spawnt. So. Ja, aber da kann. Aber. Ja, mal gucken. Also, das wäre rein theoretisch möglich. Ob wir das machen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich hole mir auf jeden Fall hier erstmal die Moossteine mit, weil die kann man gerade für Türme und sowas. Oder für Keller oder sowas kann man die gut gebrauchen. Da ist das eine schöne Deko-Sache. Dumm. Die schnell rausgehauen. Naja. So, und dann holen wir uns hier unten gleich noch die Fossilien mit, die wir dann zufällig mit entdeckt haben. Die wir brauchen, um. Ja, also jetzt weiß man auch, aber das habe ich glaube vorher schon mal gesagt, warum die so zahlreich hier sind. Weil die nämlich einfach mal auch in richtig großer Menge benötigt werden, wenn man groß da Dinosaurier züchten möchte. So, hier noch, die noch. Die noch, so. Die lassen wir nie hier. Die Moossteine. Lalalalala. So. So. Und hier noch. Und da. Und da. Und da. So. Und dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Selber habe ja eigentlich schon mich mit der Idee, dass man sich da oben. Achso, was ich mir vielleicht erstmal auch kennzeichnen sollte, ist der Weg hier zur Monsterfalle. Dass man das irgendwie. Dass man die auch wiederfindet. Zur Monsterfalle. Hier ist ja noch gar keine Monsterfalle. Der Weg zu dem Dungeon hier. Zu dem Zombie-Spawner, dass der irgendwie. Dass man den auch auf jeden Fall wiederfinden. Ah, finde ich schon mal gut. Hier können wir auch noch ein bisschen größer machen. So, so, so. Schön. Hier. Hätte natürlich jetzt ein Schild mitnehmen können. Also das wusste ich ja nicht, dass hier das Dings ist, aber wenn ich Holz wenigstens hätte, dann könnte ich ein Schild machen mit einem Pfeil hier zum Zombie-Spawner. Von wo kommen wir in der Regel? Ich glaube von hier, oder? Nee. Oh. Nee, das war schon genug. Hier Spawner hier runter. So. Und dann. Ich höre schon wieder ein Skelett. Und irgendwas anderes, was ich überhaupt nicht zuordnen kann. Was war denn das? Ach, das ist schon wieder eine Ratte. Nee, hier nicht. Das hier nehmen wir mit. Und das hier nehmen wir mit. Und das dahinter auch noch. Ach so, mir fällt gerade was ein. Hallo? Hallo? Warum geht die dämliche Playlist nie an? Oder? Doch, nee, jetzt ist er an. Ah ja, jetzt ist er an. So. Zombies. Ach, hier, genau. Hier an dem Eis, an dem gefrorenen Wasser. Ja, ist ja Eis. Am Eis vorbei. Hier hoch und dort oben ist dann. Moment, das können wir noch. Das kriegt man noch besser gekennzeichnet hin. So. Her damit, her damit. Und her damit. Oh, die Rattengeräusche sind ja widerlich. So, und dann ist auch gleich wieder unsere Spitzhacke alle. Aber ich finde, für die kurzen Ausflüge, die wir hier so teilweise machen, ist die Ausbeute doch jetzt nicht so schlecht, muss man mal sagen, oder? Mal kurz hier 10 Minuten runter und einen Spawner gefunden. Das kann man
hinter der Skorpion her. Das war wahrscheinlich das Geräusch, was ich tue. Yeah. Was zur Hölle? Da hinten habe ich Eisen gesehen, aber das ist erstmal egal. Da sind viele kleine Skorpione. War das ein Skorpionweibchen, was die Eier auf den Rücken oder mit bei sich hat am Unterleib und die dann jetzt einfach auf mich losgegangen sind? Das wäre ja unverschämt. Mann. So. Ich mache hier einfach mal drei Fackeln übereinander, dass ich weiß, dass dort ein... Oh Gott. Creeper kommt. So. Sag mal, was ist denn hier los? Nein! Haha. Naja, Gott, was soll's. Ui. Der hat ja aber kaum was weggerissen. Das sind glaube ich gar keine Rattengeräusche. Das sind die Geräusche von den Skorpionen, was ich hier die ganze Zeit höre und was mich... Ja, das sind die Skorpiongeräusche. Offensichtlich. Verdammt. Die Viecher sind aber lästig. Und Ratten. Skorpione und Ratten. Eieiei. So, das hier nimmt... Boah. Die sind irgendwie fies. Oh, da die Hacke gleich hin ist, werden wir uns jetzt gleich wieder verdünnisieren. Fackeln, hier runter müssen wir und hier sehe ich die? Ja, die sehe ich dort. So, hier dran vorbei. Ah ja, hier geht's. Das kann ich mir merken. Also zumindest die nächsten 5 Minuten. Achso, ich kann eh nicht mehr. Doch, hä, warum kann ich noch hin? Naja. So, hier hoch. Irgendwo ein Creeper? Nein. So. Ich mache hier auch mal heller, einfach nur vorsichtshalber. Und dann habe ich hier noch ein Fossil gefunden oder gesehen. Nein, jetzt wäre ich hier fast runtergesegelt. So, und so, und so, und so, und so, und so, und so. Ah, es ist Tag. Sehr schön. So, red mal gar nicht lange um den heißen Brei. Flugsaurier, Fossile rein. Geleert, geleert. Ne, das kommt ja gar nicht rein. Was kommt da rein? Das kommt da rein. Der Rest kommt dann. Das hier noch rein und das hier noch rein und das hier noch rein. So, zack, zack, komm mal her mit dem Zeug. Das da rein. Verfaulte Fleisch kommt da rein. Hier kommt das rein, das kommt da raus. So. So, so. Tierrestzeug ist das. Hier kommen noch. Da kommt noch das Eisen mit rein, genauso wie das Eisen. Kommission Flint. Da, zack. Gunpowder. Federn. Nee, hätte ich nicht behämmert. Federn kommen hier oben mit rein. Die Schere brauchen wir dann doch erstmal nie. Wofür habe ich die überhaupt eingepackt? Naja. So, das Schwert hat auch schon wieder ganz schön gelitten. So, und während wir dann auf den Dinosaurier da warten, auf das nächste Ei, werde ich hier mal den Weg uns freischaufeln. Also den Weg, den wir dann hier bauen wollten, nach da hinten.